Herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht. Du tust mir kund den Weg zum Leben. So lautet die heutige Tageslosung aus Psalm 16, Vers 11. Was für eine Ansage! Denn den richtigen Weg zu finden ist ja oft gar nicht so leicht. Nostalgisch erinnern wir uns zwar an so manche Wegmarke, die Einschulung zum Beispiel, den Ausbildungsbeginn oder die Hochzeit. Unsere Tageslosung meint aber nicht bloß die Aneinanderreihung solcher biografischer Daten. Unsere Tageslosung hat nicht unseren tabellarischen Lebenslauf im Sinn. Gott wird weder zum himmlischen Berufsberater noch zum überirdischen Hochzeitsplaner. Unser Psalm meint auch nicht, was man im Englischen als Way of Life bezeichnen würde, also die Art zu leben, beispielsweise ob man am liebsten Urlaub an norditalienischen Seen macht, um dabei Pistazientörtchen zu verspeisen, oder lieber den Sommer bei der Gartenarbeit im schnuckligen Gütle mit Hanglage verbringt. Noch nicht einmal unser Lebenswandel ist in unserem Psalm gemeint. Also, ob wir uns sittlich verhalten, die Kehrwoche einhalten, unser Gemüse nur auf dem Markt kaufen und zu Weihnachten großzügige Spenden machen. Was ist das also für ein Leben, zu dem Gott uns den Weg weisen möchte? Dafür müssen wir weiterlesen, wie unsere Tageslosung weitergeht. Psalm 16, Vers 11 geht nämlich eigentlich noch ein Stückchen länger. Ich lese Ihnen den Vers einmal komplett vor. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Was für eine Aussage! So schön, dass unsere Tageslosung sich als Tauf- und Konfirmandenspruch sowie als Ehewort besonderer Beliebtheit erfreut. Vielleicht dachten Sie ja auch schon, Moment, den Vers kenne ich doch irgendwoher. Unser heutiger Bibelvers verspricht uns nicht, dass Gott uns immer sagt, was die richtige Lebensentscheidung ist. Der Vers verheißt doch keinen außergewöhnlichen Lebensstil in Wohlstand und Ekstase. Er garantiert auch keine Ehrenbürgerschaft mit Silberplakette und Lorbeerkranz für besondere Bürgerverdienste. Der Psalmbeter spricht hier von Freude und Wonne für unser Leben. Zwei Dinge, die im alten Israel mit der Gegenwart Gottes im Jerusalemer Tempel verbunden waren. In der damaligen Vorstellung war man Gott im Tempel besonders nahe und konnte seine Gegenwart dort spüren. Ein echter Grund zur Freude. Der Psalmbeter malt uns also ein Bild auf, das wir auch für unser Leben getrost als ermutigende Verheißung begreifen dürfen. Wir stehen hier, mittendrin auf unserer Lebensbahn. Da ist so einiges, was hinter uns liegt und vielleicht wie Ballast um unsere Schultern hängt. Da ist so einiges, was vor uns liegt und manches erfüllt uns vielleicht mit Vorfreude, anderes wiederum mit Angst. Da ist so einiges, was uns umgibt. Vieles davon gibt uns Sicherheit. Manches aber bereitet uns Sorgen. Ganz gleich, ob ich mich gerade in einer Sackgasse befinde, an einer Weggabelung, nicht weiter weiß oder ob ich glückselig nach vorne sprinte, Gott ist mir dabei nahe. Auf unserem Lebensweg geht er mit uns, hält uns an, wenn wir einmal Pause brauchen. Er macht mit uns die Rast. Und wenn es sein muss, nimmt er uns auch einmal den Rucksack ab. Welch eine Freude, welch eine Wonne. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihr Christoph Naser, Vikar in der Tübinger Stephanuskirche.